Ich wollte eigentlich länger nichts mehr hochladen über den Sumua, aber ich wollte noch mal ein letztes Video machen, weil heute ist irgendwie ein komischer Tag. Ich habe zwei sensationell gute Spiele drauf gehabt und man sieht in diesen Replays gut, gerade jetzt hier auf Himmelsdorf, wie man ihn gut spielen kann. Zum Spielverständnis, wenn es interessiert, kann gern gucken, es lohnt sich. Das zweite Spiel ist sogar ein Panzerass. Ich glaube, 6 Kills und 4-4 oder 4-5 Schaden. Aber jetzt geht es erstmal um Himmelsdorf gehen. Viele stöhnen immer, wenn sie so einen weichen Tank haben. Scheiß Himmelsdorf. Da habe ich eh keine Chance. Aber man sieht jetzt gerade perfekt auf Himmelsdorf, wie man den Sumua oder einen leichten Autoloader sehr, sehr gut spielen kann. Also mein Standard-Move ist eigentlich auf der Karte oft, dass ich versuche hochzufahren. Ich schaue mal, was so hochfährt. Ja. Jetzt bin ich gerade auf mir, genau, auf meiner Kamera. Wir sind jetzt, ist wirklich das letzte Video über diesen Panzer, weil ich bringe so viel über den. Aber gerade hier das erste Spiel ist ein perfektes Beispiel, wie man ihn klasse spielen kann. Auf so einer Stadtkarte, wo du eigentlich sofort sagst, ich würde mir am liebsten ersaufen. Hier keine Chance. Mein Spielverständnis von dem Panzer ist einfach so. Ich schaue, wie viel wohin fahren. Es ist ein Unterstützungs-Heavy. Und versuche einfach zu klippen, den Heavys zu helfen, die eine gute Panzerung haben. Leute mit wenig Spielverständnis, meiner Meinung nach, sagen immer, es ist, er steht hinten und will nicht mitkämpfen. Aber das ist kein Panzer zum vorne reinfahren. Erstens mal durchschlägt dich alles und zweitens hast du einen Reload, der geht ewig, über 30 Sekunden. Geh mal auf die freie Kamera und diese zwei Spiele werde ich zusammenschneiden. Aber seht selbst. Da habe ich realisiert, dass nicht viel mitkommt hier hoch. Also jetzt gehe ich erstmal Risiko mit meinem weichen Ding hier, bin aber trotzdem mitgefahren. Ich habe halt gehofft, dass da höchstens drei oder vier Tanks kommen da oben. Aber es war dann doch ein bisschen mehr. Ich gehe mal auf mich. Drei Stück gehen noch. Dann war der Schafutur noch da. Und jetzt überlegst du halt, ne? Naja, ich ja die Brüder kenne in World of Tanks, dass sie gern von hinten kommen. Habe ich den einen, glaube ich, gesnackt erstmal. Der Schuss war scheiße. Jetzt in der Situation, wenn ihr wegfahrt vom Feind und er kann euch nicht bearbeiten, geht gleich in den Reload. Dann habt ihr wieder hier eure 5 Schüsse im Magazin. Oben war verloren. Das ist wichtig, dass man die Situation dann einfach erkennt in so einem weichen Panzer. Also gerade, ich sag's auch, wenn ich es nochmal sage. Spielverständnis um Sumua sieht man hier ganz perfekt auf der Karte, wie man spielen sollte, meiner Meinung nach, als Durchschnittsspieler. Gut, der Burrasq war dumm irgendwie, der ist da reingejodelt. Jetzt habe ich gedacht, ich unterstütze meinen Heavy oben. Bringt aber nichts, da jetzt reinzujodeln, weil ich wusste nicht, eben, das war eine Progetto 66 und eine Schafutur. Da haust du deine 5 Schüsse raus und dann klippen die dich. Ganz entspannt. Drum erstmal abwarten. Ich weiß, es tut weh, aber wenn er sich so isoliert, kannst du nichts machen. Es ist manchmal schlauer, einen Tick zurückzufahren und auf seine Gelegenheit zu warten und dann den anderen Panzer zu klippen, wenn er sich sicher fühlt. Jetzt. Gleich auf Kette stellen. Da war er. Überrascht. Leider reicht es für einen Killshot nicht. Aber ich habe dem Gongowitzka, es klingt wie ein Ausschlag, schon mal gut geholfen. Abwarten, nicht reinjodeln. So, wenn du noch ein paar Sekunden hast, kannst du reinjodeln, dann kannst du dir einen Schuss fangen. Ich hatte noch 4 HP, um einen Schuss auf dich zu ziehen. Aber war nicht nötig. Und dann in Ruhe abschmatzen. Genau so spielt man ihn.
Dann kommt der nächste. Ich sage natürlich nicht nein. Futter. So spielt man. Es macht einfach. Wisst ihr, das ist der Grund, warum ich diesen scheiß Panzer so geil finde und warum ich den immer gerne spiele. Das sind diese Momente. Du unterstützt deine Heavys, deine TDs. Der ist jetzt gut gepanzert, der kann gut vorfahren und dann schmatzt du einfach nur ab. Ne? Und das ist, finde ich, das Geile an diesen französischen. Ach, ist ja scheißegal. An diesen Autolodern. Das ist jetzt halt Franzose. Und somit hat man auf Himmelsdorf in einem butterweichen Tank 3000 Damage fast. Ich würde sagen, war geil. War kein Panzerass, natürlich ein bisschen zu wenig gewesen. Ich gehe wieder auf die Freikamera. Aber es war eine erste Klasse. Ich weiß auch nicht, wie ich das Video nenne. Spielverständnis, so Moore oder wie spiele ich ihn. Jetzt ist auch wichtig, jetzt wollte ich nicht alleine hochfahren unbedingt. Hab kurz überlegt, dass ich da irgendwie hochkraxel. Kann man, glaube ich, auch. Weil das ist immer das Problem, wenn man sich isoliert. Aber ich habe gesehen, dass die zwei da oben sich mit dem Knerven gut beschäftigen und abgelenkt sind. Und dass die anderen von der anderen Seite kamen. Und das ist wieder die Gelegenheit im Sumur. Eine Runde schmatzen gehen, gell? So. Er hat vielleicht noch zwei Schüsse drin. Und der Rest ist für mich. Und tschüss. Wenn ich jetzt vorher reingejodelt wäre, hätte ich das, glaube ich, nicht so hingekriegt. Er war jetzt echt überrascht, ne? Er wollte da links abhauen. Gut. Das war das Spiel. 3-8, erste Klasse, Sumur auf Himmelsdorf. In dem butterweichen Tank. Ne? Ich mach mal kurz Pause. Es geht hier nicht darum, irgendwie sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern so habe ich mit dem am meisten Erfolg. Vielleicht bringt es dem einen oder anderen auch was. Und er sagt, ja, cool, genauso werde ich es vielleicht nächstes Mal probieren. Vielleicht mit meinem Autoloader, der 30 Sekunden Reload hat, nicht reinjodeln, Gelegenheiten erkennen, immer die Minimap schön im Auge behalten und dann schön abschmatzen, wenn die Gelegenheit da ist. Ne? Gut, ich würde sagen, wir machen hier kurz Pause und dann kommt das Panzerass, das andere Spiel. Das war das zweite. Ich weiß nicht, was heute los war. Heute war französischer Autoloader-Tag. Ich mache kurz eine Pause. Herzlich, aber auch herzlich willkommen hier, mitten aus World of Tanks. So, hier ist das zweite Spiel. Ja. Ich gehe auf Freikamera oder ich gehe auf mich. Scheiß drauf, ist egal. Jetzt kommen wir zum Panzerass. Das ist das zweite Spiel heute im Sommer gewesen. Ich weiß nicht, was los war, aber jetzt habe ich vorhin schon gesagt. Ja, schaut es euch an. Einfach eine geile Runde. Oma, auf der Karte sieht man nochmal auch perfekt wie auf Himmelsdorf. Spielt ihn als Unterstützer. Okay? Und wenn die anderen noch so schimpfen, ihr steht so weit hinten, ihr spielt ihn als Unterstützer. Heavy. Und dann wird abgeschmatzt. Und so habt ihr gute Runden. So, ich muss mal hier kurz. Ich habe Soundprobleme, stelle ich gerade fest. Ich steck mal kurz aus. Muss besser gehen, mein Headset spinnt manchmal. Hey, ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch. Egal, dann mache ich den Quatsch einfach nochmal. Geh mal auf mich. Ja, ihr kennt die Map, Perlenfluss. Ziemliches Risiko, hier zu den Heavys zu fahren. Ich habe geguckt, wer kommt mit. Aber gesehen, der Progetto 54 fährt da hinten auch noch mit. Und ab geht die Luzi. Auf zum Panzerass. 6 Kills. Abschmatzen. Geheime Leidenschaft von Firlefanz. Mein Spielverständnis von diesem Teil. Und ich verspreche euch, das ist das letzte Video, was ich über den bringe. Ich werde erstmal abwarten, Moment. Es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Schiss habe oder meinen Panzer nicht beschädigen will. Erstmal die Situation erkennen. Erstmal die mit Panzerung ein Stück vorfahren lassen.
Und dann kann es losgehen. Wie gesagt, ihr habt über 30 Sekunden, ne? Reload, ihr müsst da aufpassen. Und da ist einer reingejodelt. War ein bisschen überhastet. Die Position, muss ich sagen, fahre ich gar nicht so gern an. Mit dem Samur. Das Problem ist, dass sie dich von rechts beschießen können. Von links kriegst du auf die Mütze und du musst aufpassen, wenn du auch wenig Panzerung hast. Aber ich bin ausnahmsweise mal in die Position reingefahren und ja, ich gehe sie frei. Ein bisschen belohnt. Hier war der Skoda leider mit dem, was heißt leider, Gott sei Dank mit dem Turmwagen beschäftigt. Da ist wichtig, dass er genau richtig steht. Und wenn ihr seht, wenn das Licht angeht. Oder wie heißt? Kennt ihr den Spruch? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist jetzt noch nichts Besonderes gewesen. So, auf die Gelegenheit warten. Der wollte den unbedingt haben. Mein Glück. Dieses 3 nehmen wir auch immer gerne. Ja, den schon. Dummerweise habe ich auch nochmal auf die Tracks geschossen. Na gut. Und jetzt bin ich ein bisschen überrascht worden. Von hinten kam der Type 959. Die war nämlich hinten schon durchgebrochen. Das ist eine Situation, die wollte nicht haben. Die wollt ihr einfach nicht haben im Samoa. Schnell weg hier. Einen musste ich leider fressen. Das kann gehörig nach hinten losgehen, wenn ihr so aggressiv wart im Samoa. Aber ich habe auch mein Glück gehabt. Ich darf auch mein Glück haben, oder? Die sind nicht bezahlt worden. Mit Type 59 muss man sich nicht viel Mühe geben. Das war mal ein richtig guter Tank. Kill Nummer 2, aber ein Schatten seiner selbst. Gut, jetzt habe ich nur noch einen drin, den wollte ich aber trotzdem rausdrücken. Der war wichtig. Womit konnte ich den Killshot machen? Wenn ich jetzt auf Reload gegangen wäre, wäre ich da wieder 30 Sekunden rumgestanden. Ich gehe wieder auf mich. Ach, ich finde die freie Kamera irgendwie geiler. Ich bleibe auf der freien. Dann seht ihr nur, wie scheiße ich aime. Also bleibe ich auf der freien. Gut, die Mitte war gefallen, die andere Seite auch. Das Spiel war eigentlich verloren. Ich greife vor. Wir haben es verloren. Aber es war trotzdem ein Panzer aus. Ich habe gekämpft wie ein Löwe. Wie ein Samura-Fahrer. Und das ist eure Gelegenheit. Schmatzi, schmatzi. Kill Nummer 3. So, jetzt haben wir alle drei. Max, sieht uns alle drei an. Überlegt. In so einem Fall immer zusammenbleiben. Leider hat der Bugatto anders gedacht. Er hat mal kurz überlegt, glaube ich, aber er ist dann isoliert herausgefahren. Ich wollte bei meinem Turmwagen bleiben. Ganz wichtig in solchen Phasen. Ich weiß nicht, wie es geworden wäre am Schluss, wenn der Bugatto bei uns geblieben wäre, der 54er. Aber gut, sucht den Schulterschluss zu eurem Team, das ist ganz wichtig. Jetzt sieht man, dass die Kanone nicht immer die zuverlässigste ist im Samoa. Okay, ich muss sagen, die ersten ein, zwei Schüsse auf der T-103, die waren echt scheiße. Aber der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Tja. Damit muss man auch leben. Das hat ja nicht nur schöne Seiten, das Gerät. Gerade die französischen Autoloader sind manchmal sehr launisch. Ich hätte jetzt fast was gesagt. Die französischen Frauen, aber lassen wir das. Ich habe da keine Erfahrungswerte. So. Jetzt war der Bugatto 54 ganz alleine. Und ich. Jetzt habe ich überlegt, kommt der erst von hinten oder von vorne? Was meint ihr? Ja, von vorne.
ganz schlecht. Ich habe wirklich Cupola gezielt. Ich hab's mir, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber ich, das war einfach zum Kotzen. Von hinten können wir Feuererlaubnis erteilt machen. Okay, guckt euch das nicht ab. Können natürlich auch immer zielen. Jetzt kommt das Problem eines TD-Players. Er war ein bisschen überfordert. Aber okay, das ist das Risiko. Wer T28 fahren will, muss T28 fahren. Jetzt habe ich Glück gehabt. Aber das Glück ist mit den Tüchtigen. Altes deutsches Sprichwort, Leute. Vier Kills. Jetzt kommt Wally und aus der Hüfte. Pass mal auf. Aber leider war es dann verloren. Ist schade, dass man so Spiele dann doch nicht gewinnt. Oder? Reload war keine Zeit. Wally aus der Hüfte. Leider bin ich gestorben. Das war ein geiles Spiel. Trotzdem. Obwohl Niederlage hin oder her. Aber auch bei diesem zweiten Spiel hat man wunderbar gesehen, wie man ihn spielen kann. Sucht den Schulterschluss an gepanzerten Heavys und dann schmatzt in Ruhe ab, würde ich sagen. Ne? Man sieht 6 Kills und 4-3 Damage, ja. Aber spät. Ne, 4-3. Okay. Aber trotzdem Panzerass, trotz Niederlage. Wie gesagt, das waren jetzt zwei wunderschöne, in meinen Augen wunderbare Replays. Besser kann ich selber nicht spielen. Ne? Aber man hat wunderbar gesehen auch, wie das Spielverständnis von diesem Panzer ist und wie ich ihn sehe und wie ich ihn manchmal auch relativ erfolgreich spiele und warum ich ihn auch gerne spiele. So, genug gequatscht. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren. Ein Däumchen mehr ein Träumchen, wie immer. Und schreibt ruhig mal in die Kommentare, was ihr vielleicht anders gemacht hättet. Ne? Wann ich endlich meine Kaffeemaschine von meinen Zuschauern bekomme. Vor 2 Wochen ist meine alte Kaffeemaschine nämlich kaputt gegangen, aber das lassen wir mal dahingestellt. Ne? Ist egal. Okay, bleibt gesund, wie immer, das ist das Allerwichtigste. Und bis demnächst. Und bleibt schön meinem Kanal treu. Und ich verspreche euch, nächstes Mal gibt es kein Somua-Video mehr.